So, die Frage ist, droht uns der Blackout? Mein Ansinnen oder mein Anspruch für diesen Vortrag ist, ich möchte euch gar kein Wissen vermitteln, sondern ich möchte euch aufzeigen, wo ihr selber hinschauen müsst, um euch selber ein Bild der Lage machen zu können, denn die Lage ist sehr dynamisch. Hier sind Kräfte am Werk, die beängstigend sind und Fakt ist, die sicheren Zeiten oder die vermeintlich sicheren Zeiten, die wir die letzten 30 Jahre hatten, die sind vorbei. Und die einzige Chance, die wir haben, wir können ja alle nicht weglaufen, ist, uns gut vorzubereiten und dann zu hoffen, dass es reicht. Ja, eine alte Krisenweisheit ist, erwarte das Schlimmste, hoffe das Beste. Denn dann ist man immer gut vorbereitet, was leider in der Politik momentan ein bisschen andersrum gemacht wird. Wir hoffen das Beste und wenn es dann zum Schlimmsten kommt, ist niemand vorbereitet. Und das Desaster ist maximal. Ob das dann gewollt ist oder nicht, das können wir gerne nachher diskutieren. Wer bin ich? Robert Jung-Nischke. Ich bin seit 2010 selbstständig, bin eigentlich immer schon irgendwo im Mittelstand unterwegs gewesen. Und ich bin erweckt worden durch Corona. Der ein oder andere von euch kennt den Film Matrix und da gibt es ja zwei Pillen, die rote und die blaue. Und ich weiß aber nie welche, aber mit einer sieht man dann die Wahrheit. Ja, und die habe ich in Corona-Zeiten das erste Mal geschluckt und ich bereue es bis heute, weil überall, wo man jetzt hinguckt, findet man eigentlich nur Lug und Trug und Manipulation und Propaganda. Und es wird halt nicht besser, sondern es wird halt immer schlimmer. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Chance, wenn man die Wahrheit sieht. Ich behaupte einfach mal, es ist die Wahrheit. Weil dann kann man sich zumindest vorbereiten und man hat auch irgendwie die Chance, letztlich vielleicht, und das ist ja, glaube ich, was viele von uns antreibt, auch was zu verändern. Ja, ich berate im Wesentlichen kleine und mittelständische Unternehmen und Privathaushalte, wie man mit Stromabschaltungen, Energiemangel und vielleicht auch einem Blackout umgehen kann. Ich sage es aber gleich dazu, die meisten Kunden sind momentan Privathaushalte. Leider ist der Klein- und Mittelstand hat immer noch die falsche Pille geschluckt. Ich glaube, die rote war es. Ja, und jetzt machen wir ein kleines Gedankenspiel. Oder war es die blaue? Ja. Welche ist die Wahrheitspille? Die rote. Die rote ist die Wahrheitspille, gut. Ja, okay. Ja, alles gut. Alles klar. Jetzt machen wir aber ein kleines Gedankenspiel. Und zwar stellen wir uns jetzt mal gerade für eine Minute vor, wir hätten jetzt einen Blackout. Also dann wäre das blöde Licht weg. Aber wir wären jetzt so richtig, also nicht nur ihr, sondern auch ich im Dunkeln. Und dazu einfach mal so drei, vier Fragen. Die erste Frage, wie viel Treibstoff habt ihr im Tank eures Autos, wenn ihr denn mit dem Auto hergekommen seid? Fahrradfahrer sind ausgenommen. Kämet ihr mit dem Treibstoff, den ihr im Auto habt, noch nach Hause? Ja. Ach, ihr seid zu gut vorbereitet. nächste Frage, wie viel Bargeld habt ihr im Portemonnaie und zu Hause? Wie lange reicht das, wenn es keinen Bargeldautomaten mehr gibt? Ah, ich gehe nach Hause, ich bin ja sinnlos, das ist ja blöd. Schön. Okay, ich höre jetzt auf, weil das macht keinen Sinn hier. So. Also machen wir weiter. Ja, das habe ich heute noch dazu geschrieben, weil ich das so krass finde. Also wir haben November 22. Deutschland war das erfolgreichste Industrieland Europas. Ich habe bewusst wahr gesagt. Wir hatten die besten Autos der Welt. Wir hatten den besten Maschinenbau der Welt. Wir waren führend in der Kernkraft, das ist jetzt schon zugegebenermaßen ein bisschen zurück. Und jetzt sprechen wir über kalte Wohnungen, dass wir nicht mehr heizen können, dass wir uns vielleicht einen kleinen Petroleumofen kaufen müssen, damit es warm wird in der Wohnung. Wir sprechen über Stromrationierung, über Energiemangel und Blackout. Und jedes Mal, wenn ich so einen Vortrag vorbereite, denke ich mir, bin ich hier eigentlich im richtigen Film oder läuft hier was komplett schief. Und das Erschreckende ist, wenn man sich das ansieht, begonnen hat das Elend im Grunde im September 21. Vorher war natürlich schon vieles im Argen, aber es hat sich nie so manifestiert. Und ich finde es erschreckend. Ja, wie konnte es so weit kommen? Das ist die große Frage. Und jetzt mache ich mit euch ein bisschen Theorie zum Stromnetz, damit ihr euch selber besser ein Bild machen könnt. Also die meisten, ich fürchte alle, wissen es hier schon, wir haben ein europäisches Stromnetz und im März diesen Jahres kamen Moldawien und die Ukraine dazu, was aus meiner Sicht grob fahrlässig war. Bekanntermaßen findet in der Ukraine ein Krieg statt und wenn dann Bomben fallen und elektrische Infrastruktur schnell gestört oder zerstört wird,
kann das durchaus Auswirkungen auf das gesamte europäische Netz haben. Aber das war den europäischen Beamten in Brüssel scheinbar völlig egal. Und jetzt müssen wir ein bisschen Begriffe definieren, damit ihr einfach einmal wisst, was richtig ist. Ich fange auch direkt an mit dem Blackout. Der Blackout ist nämlich kein Stromausfall. Warum das so ist, komme ich gleich zu. Der Blackout bedeutet vereinfacht gesagt, dass die Operator in den Schaltzentralen der Netzbetreiber die Kontrolle verloren haben. Das bedeutet, dass sich die Kraftwerke vom Netz getrennt haben und dass das Netz, das betroffen ist, und das wird mal mindestens Deutschland, aber wahrscheinlich sogar Europa sein, wenn es denn soweit ist, oder große Teile Europas, komplett ohne Strom ist. Im Gegensatz dazu gibt es den Brownout. Der Brownout ist ein kontrolliertes Ereignis. Das ist für die, die es betrifft, auch nicht schön. Da ist auch kein Strom da, aber es ist halt nur der Strom weg. Das Netz bleibt in der Kontrolle der Operator, die das Netz steuern. Und der Brownout dient im Grunde dazu, schnell zu reagieren. Und wenn man Glück hat, wird man als Verbraucher auch vorher informiert, dass es zu dieser Abschaltung kommt. Dann gibt es rollierende Stromabschaltungen. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal in den Leitmedien gehört. Wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir ab Februar nicht mehr genug Strom zu jeder Zeit haben. Das hängt jetzt im Grunde davon ab, wie schnell die großen Konzerne das Land verlassen. Wenn die schneller zumachen, also BASF zum Beispiel, wenn die zumachen würden, dann haben wir wieder Strom genug. Aber das nutzt uns eigentlich auch nichts. Aber rollierende Stromausfälle werden das Mittel der Wahl sein, um sozusagen mit Lastenausgleich jeden Mal den Strom abzudrehen. Aber auch das wird kontrolliert erfolgen und geplant, und man wird die Menschen informieren. Ja, und das Letzte ist dann der ganz herkömmliche Stromausfall, den wir alle kennen. Und den erkläre ich jetzt noch ein bisschen detaillierter. Was man auf dieser Grafik sieht, ist das Schema unseres Stromversorgungsnetzes. Wir haben im Wesentlichen vier Spannungsebenen: Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Und wenn es einen Stromausfall gibt, dann bedeutet das, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, Münsterland 2005. Da gab es einen Eisregen und dann sind ganz viele dieser Strommasten umgelegt worden. Und das hat dann zu einem lokalen Ereignis geführt. Es waren 200.000 Menschen betroffen, aber drumherum war alles in Ordnung. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Oder es brennt in der Stadt ein Trafohäuschen ab, dann ist halt die Stadt betroffen. Oder bei Bauarbeiten wird ein Kabel beschädigt. Das sind alles Stromausfälle, und nochmal, es ist ein lokales Ereignis und die übergeordneten Ebenen und die Bereiche drumherum werden weiter mit Strom versorgt, sodass praktisch nur lokal der Strom und natürlich auch da die Datendienste, aber eben nur lokal weg sind. Und weil die Datendienste global in Deutschland aufgestellt sind, hat das auf die Datendienste keinen Einfluss. Beim Blackout passiert aber eben ganz was anderes. Der betrifft das gesamte Netz, weil einfach aufgrund von Grenzen, die die Netzbetreiber definiert haben, sich alle Kraftwerke von eben diesem Netz trennen. Das hat damit zu tun, die Regelgröße unseres Stromnetzes ist die Frequenz. Die muss 50 Hertz betragen. Vereinfacht gesagt, indem man mehr Strom ins Netz pumpt, steigt die Frequenz. Wenn man mehr Verbraucher ans Netz anschließt, sinkt die Frequenz. Und die Netzbetreiber sind die, die sich darum kümmern, dass immer die 50 Hertz sind. Passiert aber jetzt ein großes Missgeschick oder ein großes Unglück, zum Beispiel ein großes Erdbeben, dann kann es eben passieren, dass die Netzbetreiber nicht schnell genug reagieren können. Und dann passiert es eben, dass sich die Kraftwerke, wenn 2,5 Hertz, und also wenn von 50 Hertz 2,5 Hertz runtergeht, dann schalten die sich automatisch ab vom Netz. Und dann hätten wir den sogenannten Blackout. Was viele auch nicht wissen ist, wir haben ja im Grunde keine Speicher. Also in Deutschland gibt es derzeit so viel Stromspeicher, dass je nach Tages- und Nachtzeit Deutschland zwischen 30 Minuten und einer Stunde mit Strom versorgt werden könnte. Mehr haben wir nicht, auch wenn Leute wie die Frau Professor Kempfert vom DIW im Fernsehen immer behaupten, wir hätten genug Speicher. Wir haben sie nicht. So, und deswegen müssen Stromverbrauch und Stromerzeugung immer in einem Gleichgewicht sein. Das heißt, es wird zu jeder Sekunde genau so viel Strom produziert, wie wir brauchen. Einfaches Beispiel, diese Lampe hier wurde zugeschaltet.
dann musste irgendwo die Kraftwerksleistung etwas angehoben werden, damit das funktioniert. Die Lampe wird ausgeschaltet, muss wieder ein Operator reagieren und die Kraftwerksleistung etwas runternehmen. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das ist im Grunde das Prinzip, wie unser Stromnetz seit 80 Jahren funktioniert. So, und wenn das Ding aus der Balance kommt, dann fangen die Netzbetreiber an zu rotieren. Und das Problem ist halt, dass unser Stromnetz immer mehr aus der Balance kommt, weil immer mehr zuverlässige Kraftwerke abgeschaltet werden. Dazu nehme ich immer gerne ein Bild, und zwar das von der Truthahn-Illusion. Der ein oder andere wird es kennen. Was verbirgt sich dahinter? Der Truthahn lebt auf dem Bauernhof und der Truthahn freut sich jeden Tag, wenn er den Bauern sieht, weil der Bauer gibt ihm Futter. Und jeden Tag wird er in der Auffassung bestärkt, dass der Bauer nur Gutes für ihn will. Weil jeden Tag kriegt er Futter, wird bestens gepflegt, der Stall wird ausgemistet und der Truthahn ist glücklich. Und fatalerweise, an dem Tag, wo seine Sicherheit am größten ist, dass der Bauer ihm nur Gutes will, wird er geschlachtet. Und genauso sieht es mit unserer Stromversorgung aus. Weil ja immer noch ausreichend Strom aus der Steckdose kommt, weil hier alles leuchtet, was leuchten soll. Deswegen glaubt der normale Stromkunde, es sei immer noch alles in Ordnung. Und genauso wie dem Truthahn die Randinformation gefehlt hat, was der Zweck des Ganzen ist, so fehlt den meisten Verbrauchern die Information, was sich auf der anderen Seite der Steckdose getan hat und warum unsere Stromversorgung nur noch ein sehr fragiles Gebilde ist, aber nicht mehr vergleichbar ist mit der Stromversorgung, die wir mal vor 30 Jahren hatten. So, jetzt liste ich einfach mal so die Blackout-Gefahren auf, denn entgegen der landläufigen Meinung, wir haben ja jetzt die Zeit, seit mehreren Wochen ist der Begriff Blackout auch in den Leitmedien angekommen. Leider wird er immer falsch verwendet, aber er ist zumindest da. Aber eigentlich ist das falsch, weil diese jetzt hier genannten Faktoren, die gab es immer schon und die sind nach wie vor auch immer noch gefährlich und können tatsächlich zu einem Blackout führen. Ich möchte jetzt hier nur den Sonnensturm erwähnen, weil das ist somit das Dramatischste, was passieren kann. Was ist ein Sonnensturm? Wenn auf der Sonne Eruptionen stattfinden, dann wird elektrisch geladenes Plasma ins All geschleudert. Und wenn dieses elektrisch geladene Plasma auf die Erde treffen würde, das letzte Mal war es 1856, das sogenannte Carrington-Ereignis, dann würde es eben alle elektronischen Geräte, die nicht besonders abgeschirmt sind, und das ist fast nichts, zerstören. Und ich habe mir auch sagen lassen, sogar im Auto wäre alles zerstört, obwohl das Auto ja ein Faradayscher Käfig ist. Und das bedeutet, wenn so ein Ereignis in einer entsprechenden Stärke stattfinden würde, dann wären wir hier, naja, fast in der Steinzeit, weil der Schaden wäre so groß, dass es Jahre brauchen würde, das alles wieder zu reparieren, einfach aufgrund der Größe des Umfanges. Und by the way, ist ein Sonnensturm in dieser Größenordnung auch überfällig, zumindest wenn man den Wissenschaftlern glauben darf. Also von der Seite gibt es gar keine Entwarnung. Aber dazugekommen ist halt jetzt noch unsere Energiepolitik. Die Energiepolitik hat beschlossen, dass immer mehr zuverlässige Kraftwerke abgeschaltet werden und nicht ersetzt werden, sondern parallel dazu wurden Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen hingestellt und dann wurde behauptet, man könne mit Wind und Sonne zuverlässige Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke ersetzen. Und leider ist das nicht der Fall, denn der Unterschied ist, also nochmal, das sind die, wo wir nichts machen können, das sind die, wo wir was machen können. Der Unterschied ist einfach, die herkömmlichen Kraftwerke, die liefern bedarfsorientiert den Strom und die erneuerbaren, Wind und Sonne, die liefern zufallsorientiert den Strom. Denn außer bei den Amerikanern mit ihren Chemtrails kann noch keiner Wetter machen und vor allen Dingen keinen Wind machen. Und wenn der Wind halt nicht wehen will, dann erzeugt halt kein Windrad auf dieser Welt Strom. Und das ist das Problem. Und wir sind ein Industrieland. Ich habe ja ganz zu Beginn mal gefragt, wie konnten wir dahin kommen? Ja, das ist Teil des Problems. Wir haben Kraftwerksleistung einfach abgeschaltet und man ist, wenn man es gut meinen will, davon ausgegangen, dass man das mit Wind und Sonne kompensieren kann.
und stellt jetzt eben fest, dass das nicht geht, weil man eben kein Wetter machen kann. Und dazu kommt noch, ihr seht ja die Zahlen, wir hatten früher mehrere hundert große Kraftwerke und wir haben jetzt, Stand Ende letzten Jahres, 2,3 Millionen. Das Problem ist aber, das Stromnetz ist das gleiche wie vor 50 Jahren und dieses Stromnetz war nie dafür ausgelegt, dass an jeder Ecke irgendwo ein Windrad oder eine Solaranlage einspeist. Und das zweite Problem ist, wenn man sich das so vorstellen will, ich hatte eben diese Waage gezeigt. Wenn jetzt auf der Verbrauchsseite sich nichts ändert, dann ist das Kraftwerk auf der Erzeugerseite in der Lage, kontinuierlich exakt diesen Bedarf zu liefern. Aber keine Sonnenenergieanlage und keine Windenergieanlage kann das. Weil bei einer Solaranlage habe ich immer mal eine Wolke darüber oder irgendwas. Ändert sich, jedenfalls ist das ein sogenannter Zappelstrom und beim Wind ist es genauso. Der Wind ist nie so konstant, dass er exakt, sauber, genau das liefert, was gebraucht wird. Und das ist das Problem. Die Erneuerbaren liefern entweder zu viel oder zu wenig, aber nie exakt die richtige Menge. Und das macht unser Netz so viel fragiler, als es das früher mit den konventionellen Kraftwerken war. Und dann kommt auch noch obendrauf, wir brauchen ungefähr 12.000 Kilometer an Verteilnetz. Die gibt es zum Teil schon, aber zum Teil müssen sie auch noch gebaut werden, weil der Windstrom kommt vorwiegend aus dem Norden und wird gebraucht im Süden. Und es gibt da halt momentan ein großes Projekt, das heißt Südlink. Das sollte ursprünglich mal 23 fertig sein und heute redet man von 2028. Aber man schaltet weiter herkömmliche Kraftwerke ab und honoriert überhaupt nicht, dass eben diese ganzen Dinge, die ich jetzt angeführt habe, fehlen. Dazu kommt zum Beispiel auch, wir haben im September 2021 die Gaskrise hat dort begonnen und haben im Dezember 2021 drei große Kernkraftwerke abgeschaltet. Auch hier hat man sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass eben wir möglicherweise durch das fehlende Gas in eine Stromkrise kommen. Jetzt kommen wir mal dazu, was macht denn eigentlich einen Blackout aus? Also, die Polizei kann ich nicht mehr alarmieren, die Feuerwehr kann ich nicht mehr alarmieren, den Notarzt nicht und die können auch untereinander nicht mehr kommunizieren, weil die nutzen den BOS-Funk. Das ist ein Digitalfunk und das hat man letztes Jahr beim A-Hochwasser gesehen. Die Strommasten brauchen, die Sendemasten brauchen Strom. Und der war nach kurzer Zeit nicht mehr vorhanden und damit konnten die Hilfskräfte untereinander nicht kommunizieren. Das Mobilfunknetz ist je nachdem, den man fragt, zwischen 0 Sekunden und einer Stunde ausgefallen. Und hier vielleicht schon mal eine Randbemerkung. Bei allen Dingen, wenn man sich zum Thema Vorbereitung Gedanken macht, dann sollte man immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Deswegen gehe ich zum Beispiel davon aus, dass das Mobilfunknetz sofort ausfällt. Das heißt, in meiner Vorbereitung für Blackout oder Stromabschaltungen ist das Mobilfunktelefon gar nicht mit berücksichtigt. Denn dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, wenn es tatsächlich nicht da ist und ich hätte, wäre aber darauf vorbereitet, dass ich noch irgendwen anrufen muss. Ganz dramatisch ist für den Blackout, dass alle Logistikdienste zusammenbrechen, weil heute geht das alles über Datenleitungen und diese Datenleitungen tun es nach einer Zeit X nicht mehr. Rechenzentren ist auch ganz spannend. Die meisten Rechenzentren haben aus Gründen, die ich noch nicht eruieren konnte, 72 Stunden Treibstoffvorrat und gehen davon aus, dass sie nach 72 Stunden auch ihren Vorrat wieder erneuern können, sodass sie ihren Betrieb aufrechterhalten können. Woher das kommt, ich weiß es nicht, ob das irgendeine statistische Größe ist, aber gibt es einen Blackout, werden die ihr Waterloo erleben. Ganz konkret heißt das, es gibt keine Wasserversorgung, keine Abwasserentsorgung mehr. Telekommunikation hatte ich schon gesagt, die bricht zusammen. Und was ganz wichtig ist, damit bricht eben Kommunikation und Information für sehr viele Menschen zusammen, die heute nur noch mit Handy diese Dinge machen können. Und das wird für die dramatische Folgen haben. Natürlich gibt es dann auch keine Notrufe aller Art, das ist besonders dramatisch in den Städten, weil aufgrund der Tatsache, dass dann vermehrt offenes Feuer und Kerzen und all sowas benutzt wird, wird es mehr Brände geben, aber man kann keine Feuerwehr rufen. Die Versorgung mit Lebensmitteln wird sofort gestört werden. Ich gehe davon aus, dass binnen weniger Stunden bis Tage die Supermärkte geplündert sind und das hat dann eine doppelte Dramatik.
Die eine ist, dann ist alles futsch. Und die zweite ist, man kann dann diese Supermärkte auch nicht mehr für den Aufbau der Versorgung verwenden, weil die müssen ja erst repariert werden. Die Gesundheitsversorgung bricht zusammen. Es gab vor ein, zwei Wochen eine Umfrage, die war sehr dramatisch. Die hat man bei den Krankenhäusern gemacht. Da wurde gesagt, ein Fünftel, ich meine, es wäre ein Fünftel der Krankenhäuser schafft wenige Stunden, die Hälfte schafft ein paar Tage und die andere Hälfte, die wissen es nicht so genau. Aber es ist auch die Krankenhäuser, die meisten sind heute privatwirtschaftlich, also im Privateigentum und da geht es nur darum, Kohle zu machen. Die Versorgung der Bevölkerung in einer Krise, das wäre eigentlich ihre Aufgabe, aber da hat kaum jemand vorgesorgt. Tankstellen tun es auch nicht mehr, deswegen hatte ich eben nach dem Treibstoff gefragt. Die Heizung fällt aus, auch wenn es eine Ölheizung ist und der Öltank ist voll. Es gibt keine Müllabfuhr, keine Bank. Jede Versorgung bricht auf unbestimmte Zeit zusammen. Und vor allen Dingen, wenn wir noch mal kurz die Schleife zu den Lebensmitteln drehen, man stelle sich vor, einen Schweinemastbetrieb, die Schweine werden innerhalb von wenigen Tagen alle verendet sein, weil auch die meisten Bauern sind nicht vorbereitet. Beim Milchviehbetrieb das Gleiche, die Kühe werden auch innerhalb weniger Tage verendet sein. Und das bedeutet natürlich, sobald der Strom wieder da ist, ist das nicht alles wieder in Ordnung, sondern dann fehlen ja die Tiere, um dann wieder weiterzumachen. Und das zieht eben Kreise, die Monate bis Jahre dauern, bis sich das wieder normalisiert, wenn es denn zum Blackout käme. Ja, die Datendienste, ich möchte es nochmal besonders hervorheben, weil es ist leider was, was uns nur dann auffällt, wenn es fehlt. Es läuft heute alles über Datendienste. Wir sind leider sehr verletzlich geworden, weil alles, was man mit Strom machen kann, wird bei uns auch mit Strom gemacht, geht übers Internet, ob das Zahlungsdienste sind, ob das Börsenhandel ist, ob das die Transaktionen zwischen Klein- und Mittelständlern und ihren Lieferanten und Kunden sind. Die Kundendaten sind in irgendwelchen Clouds, alles ist irgendwo in Clouds. Auch bei Privatleuten ist es ja vielfach so, dass alles in irgendeiner Cloud ausgelagert ist. Und das bedeutet, kommt es zu einem Blackout, habt ihr alle den Zugriff nicht mehr. Und keiner kann sagen, wie lange man den nicht mehr hat. Und auch nochmal zu den Firmen, ich weiß nicht, ob hier Unternehmer dabei sind, aber ihr habt auch alle irgendwo einen Arbeitsplatz. Das Problem ist, die Unternehmen sind ja alle extremst abhängig auch von Zahlungsvorgängen. Und wenn es zu einem Blackout kommt, dann werden diese Datendienste ja eben stillgesetzt. Das wird beim einen oder anderen kontrolliert funktionieren, bei manchen auch nicht. Es wird aber kaputte Datensätze geben, es wird fehlerhafte Datensätze geben. Das alles muss nach einem Blackout erstmal wieder repariert werden, bevor man das Netz wieder hochfahren kann. Und das bedeutet so lange, dass euer Arbeitgeber nicht arbeiten kann. Und das nächste Problem wird sein, wie viele Lieferanten und wie viele Kunden gibt es danach nicht mehr. Das heißt, für ein Unternehmen wird so ein Blackout dramatische Folgen haben, weil er über Wochen bis Monate seinem normalen Geschäft nicht nachgehen kann. Das bedeutet, er hat keine Einnahmen und das kann möglicherweise die Insolvenz bedeuten. Ja, wie wahrscheinlich ist der Blackout? Diese Frage wird mir eigentlich immer gestellt und ich habe die dummerweise früher auch beantwortet. Heute bin ich schlauer, weil ich lerne ja auch noch was dazu ab und an. Und ich sage heute immer, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern das Risiko ist der entscheidende Punkt. Weil Blackout ist keine Wahrscheinlichkeit, Blackout ist kein Risiko, sondern Blackout ist eine Gefahr. Und in der Technik wird das Risiko definiert als Gefahr mal Wahrscheinlichkeit. Und jetzt können wir auch auf mathematische Art und Weise beweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, die Größe der Wahrscheinlichkeit gar nicht relevant ist. Ich mache das immer gerne am Beispiel des Tigers. Der Tiger ist eine Gefahr. Ist der Tiger im Käfig, ist mein Risiko sehr klein. Steht der Tiger neben mir und hat Hunger, ist mein Risiko sehr groß. So, jetzt machen wir das mit dem Blackout. Der Blackout ist eine Gefahr und der Blackout ist, wie ich hoffentlich darlegen konnte, eine riesengroße Gefahr, eine dramatisch große, weil es gab noch nie einen der letzten, ja eigentlich seit Bestehen des Stromnetzes gab es noch nie einen landesweiten Blackout, zumindest nicht in Deutschland und in Europa. Und das bedeutet, wir wissen auch gar nicht, was dann alles passiert. Also gehen wir davon aus, der Blackout ist eine riesig große Gefahr. Und selbst wenn meine Wahrscheinlichkeit jetzt ganz klein ist, ist eine kleine Wahrscheinlichkeit mal eine große Gefahr, ein großes Risiko.
Und das ist für mich das Argument zu sagen, für dieses Risiko muss ich Vorsorge treffen. Aber das habt ihr ja eh schon alle gemacht. Das Problem ist, die Kommunen, die haben es nicht gemacht. Gab es schon Blackouts? Es gab tatsächlich sowas Ähnliches, nämlich eine Großstörung in Italien. Und zwar war das 2003. Da, man sieht es leider auf den Grafiken nie so gut, aber Italien war dafür 20 Stunden dunkel. Und es ist relativ glimpflich abgelaufen, weil es ist an einem Wochenende passiert. Und die Kraftwerke, die betroffen waren, konnten sich fangen. Das heißt, die sind nicht runtergefahren, sondern die sind im Eigenbetrieb weitergelaufen. Und dann war es relativ einfach, am Wochenende Italien wieder hochzufahren. Und die Schäden haben sich auch für die Unternehmen in Grenzen gehalten. Im Grunde war es kein Blackout, sondern ein großer Stromausfall. Und dann gab es aber ein Ereignis, das war 2006. Und zwar wurde dort die Norwegian Pearl, ich weiß gar nicht, ob man es, doch ihr könnt es lesen, die wurde halt von der Meyer-Werft über die angestaute Ems, sollte die ins Meer transportiert werden. Und dazu musste man eine Hochspannungsleitung trennen. Und man kann sich so ein bisschen Strom vorstellen wie Wasser. Wenn man ein Wassernetz hat und man macht eine Leitung zu, dann sind die anderen Leitungen in der Lage, den Wasserfluss zum Teil zu kompensieren. Und genau das ist da auch passiert. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das ist ja nicht trivial gewesen. Und die Netzbetreiber haben das vorher simuliert. Und die haben gesagt, es passiert nichts, wir können diese eine Hochspannungsleitung abschalten. Es ist aber doch was passiert. Nach einer halben Stunde gab es Überlastungen in anderen Leitungen. Und dann mussten ganz schnell Leitungen abgeschaltet werden. Und das Ende war, dass große Teile Europas für Stunden ohne Strom waren. Und von diesem Moment, wo der Initialeffekt kam, bis zu dem Moment, wo der Strom weg war, waren es gerade mal 19 Sekunden. Und das ist auch das Problem, warum eben der Blackout so gefährlich ist. Wenn sich da irgendwas tut, was eben so eine Dimension annimmt, dann kann es einfach sein, dass den Netzbetreibern keine Zeit mehr bleibt zu reagieren. Und ich zeige euch gleich auch noch einen anderen Grund, warum das so sein wird. Und die Experten, die das untersucht haben, sind sich einig, würde das jetzt, also dieses Jahr passieren oder nächstes Jahr passieren, dann hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich einen europaweiten Blackout. Und was das bedeutet, ich habe ja eben die Schäden so ein bisschen aufgezeigt, könnt ihr jetzt ermessen, wenn es zu einem europaweiten Blackout käme, wäre das wirklich ja ein Ereignis. Dann wären wir ungefähr bei einem Zustand wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, letztes Jahr gab es zwei kritische Ereignisse, eins im Januar und eins im Juli. Das im Januar war in Kroatien verortet und das im Juli war zwischen Frankreich und zwischen Spanien. Und beides hätte zu einem Blackout führen können. Und wir hatten im Grunde Glück, dass es nicht passiert ist. Kam auch in den Medien, wurde es tatsächlich erwähnt. Ja, und der Zustand unseres Stromnetzes, den kann man ablesen, und zwar auf dieser Internetseite. Das ist die Internetseite netztransparenz.de. Und das Maß für den Zustand unseres Stromnetzes oder ein Maß davon ist die Anzahl der Redispatch-Maßnahmen. Redispatch ist also jeder Eingriff der Netzbetreiber, unser Stromnetz zu stabilisieren, wird als Redispatch bezeichnet. Und wir sehen anhand der Grafik, im Jahr 2000 gab es so gut wie keine Eingriffe. Im letzten Jahr waren es schon 8.635 und bis heute Mittag waren es 11.131 in diesem Jahr. Und dann kann mir keiner sagen, in unserem Stromnetz sei alles in Ordnung. Weil man muss sich einfach, das ist eine logarithmische Kurve, überlegen, die Anzahl wird ja weiter explodieren. Und jede Maßnahme ist eine, die nötig ist, unser Netz stabil zu halten. So, und irgendwann sind die Operator einfach überfordert oder es kommt vielleicht noch ein Erdbeben dazu oder es kommt vielleicht noch eine Terrorattacke dazu oder eine Cyberattacke. Und dann wird das der Auslöser für den Blackout sein. Oder im Umkehrschluss, zumindest mal gibt das für mich Anlass zu der Überlegung, dass ein Blackout ein relativ wahrscheinliches Ereignis sein könnte. Ja, und dann auch noch der Gasmangel. Als wäre das, was ich bisher gesagt habe, nicht genug, haben wir ja dann auch oder hat unsere Politik weise entschieden, dass wir im, ich glaube, August diesen Jahres ein Embargo gegen unseren wichtigsten Lieferanten verhängen und ihm halt kein Gas mehr liefern.
Und das bestätigt auch die Bundesnetzagentur, die hat gesagt im August, dass uns über den Winter ein Drittel unseres Gasbedarfs fehlt. Jetzt könnte man ja meinen, dann müsste man ja auch was tun. Das habe ich zumindest gehofft. Aber bisher sehe ich nicht, dass was getan wird. Ja, und man kann das auch noch ein bisschen anders darstellen. Wenn man über Energieverbrauch spricht, muss man immer differenzieren, welche Energie meine ich. Diese Grafik hier ist eine Grafik, die zeigt den Primärenergiebedarf Deutschlands im Dezember 2021. Primärenergiebedarf, das ist praktisch alles, bevor es in irgendeiner Form veredelt wird. Also das ist das, was wir für die Stromerzeugung brauchen, das ist das, was wir für die Industrie brauchen, das ist das, was wir zur Wärmeerzeugung brauchen. Im Grunde alle Energie, die Deutschland braucht. Und das Gelbe ist das Erdgas. Das sind roundabout 27% unseres Primärenergiebedarfs. Ja, und das Stück vom Kuchen sind die 55% aus Russland. Die sind jetzt einfach mal weg. Und auch hier wieder, genauso wie man einfach Kraftwerke abschaltet, ohne vorher zu überlegen, wo der Strom dann herkommen soll, so hat man ein Embargo verhängt, ohne zu überlegen, wo das Gas, diese Lücke im Kuchen, jetzt herkommt. Ja, und dann geht es ja weiter. Was mich so irritiert, ist einfach, dass Meldungen lanciert werden, wie zum Beispiel unsere Gasspeicher sind zu 95% gefüllt. Aber wenn man dann mal nachfragt, dann stellt man fest, ups, das sind ja gar nicht unsere Gasspeicher, sondern das Gas gehört den Besitzern der Gasspeicher und denen steht es frei, an wen sie dieses Gas verkaufen. Das heißt andersherum, ob diese 95% Gasmenge uns zur Verfügung steht, das wissen nur die Götter. Ja, das ist ja, der freut sich ja schon drauf. So, und das Ganze ist natürlich auch schon in der Industrie angekommen und dieses Video oder ein Teil dieses Videos, der war vor 3 Tagen für 1 Stunde im Netz und dann wurde das von YouTube zensiert. Und ich habe dann einen Text hervorgehoben, da steht, bis ins Jahr 2024 sind Erdgaskürzungen wahrscheinlich, auch wenn alle Kompensationsmaßnahmen greifen. Jetzt lassen wir die Dame mal reden. Ich hoffe, man kann es hören. Sie sehen aber, dass wir dann trotzdem Anfang des Jahres 2023, im Februar wird es sein, unter diese 50 Terawattstunden rutschen werden, was dann zu einer Allokation des Gases führen wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diese Gasabhängigkeit im Prinzip minimieren. Was aber eigentlich erschreckend ist, wenn Sie gucken auf die schwarze Kurve, diese untere. Das Ziel Deutschlands ist es, 20% einzusparen. Wenn wir das nicht schaffen, sondern nur 15% schaffen, das sind nur 5 Prozentpunkte weniger, ist gar nicht so eine große Differenz. Sie sehen, diese schwarze Kurve rutscht deutlich unter diese Mindestfüllstände. Dann haben wir ein Problem. Deshalb unsere Aktivitäten in der BASF, weniger Gas zu brauchen und vielleicht auch für die Verbraucher nochmal das Wachrütteln, dass auch Sie hier dazu beitragen können, den Gasverbrauch in Deutschland auf dem Niveau zu halten, dass wir durch die nächsten beiden Winter sehr gut durchkommen. Was die Dame gesagt hat, ist im Grunde, dass nur im allerbesten Fall das alles für den Winter reicht und wenn uns die Gasspeicher zur Verfügung stehen. Und das war jetzt eben nicht irgendein Hansel, sondern das war eine Vorstandsvorsitzende von der BASF. Und das heißt im Umkehrschluss auch, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, die rechnen schon gar nicht mehr mit Deutschland, weil ein Industrieunternehmen und gerade eins, was sehr energieintensiv ist, braucht eine zuverlässige Gasversorgung und die können nicht damit planen, dass sie jetzt Gas einsparen sollen, weil dann müssen sie Produktion einsparen. Ja, und die Frau von der Leyen, die hat dann auch mal was Sinnvolles gesagt. Zudem stehe fest, dass die weltweiten Flüssiggaskapazitäten die nächsten Jahre nicht ausreichen. Weil es wurde ja auch von unserer Bundesregierung schon gesagt, ja, dann kriegen wir Flüssiggas aus Katar oder dann kriegen wir Flüssiggas aus Saudi-Arabien. Wir alle wissen, da ist nie was draus geworden. So, und der entscheidende Punkt, warum ich das hier alles aufführe, ist der, dass wir am Beginn, oder uns muss klar sein, dass wir am Beginn einer länger andauernden Energiekrise sind. Ja, auch noch ein paar Fakten zu LNG, weil da wird auch so viel Nebelkerze betrieben. So ein LNG-Tanker, der fasst ungefähr 137.000 Kubikmeter. Das kann man umrechnen in Erdgas, weil das ist ja Flüssiggas. Das wird ja dann erwärmt und expandiert und wird wieder gasförmig. Das sind dann 82 Millionen Kubikmeter. Wir haben aber in 2020 56 Milliarden Kubikmeter aus Russland importiert.
Und wir bräuchten damit, um das zu kompensieren, 685 Tankerladungen. Das heißt, wenn nochmal irgendwo geschrieben steht, dass der Herr Habeck einen Tanker aus Katar bekommt oder der Herr Scholz einen aus Saudi-Arabien mitbringt, dann kann man das jetzt besser einordnen, wie viel uns das bringt oder eben nicht bringt. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist eigentlich, dass alle Energien, ob das Kohle ist, ob das Gas ist, ob das LNG ist, sind langfristig über Kontrakte zwischen Hersteller und Kunde gebunden. Das heißt, wir müssten freie Mengen in diesen Größenordnungen auf dem Weltmarkt einkaufen können, damit wir die Lücke aus Russland schließen können. Jetzt kommt aber noch eine dumme Sache dazu. Nicht Deutschland hat ja ein Embargo gegen Russland verhängt, sondern die gesamte Europäische Union. Und Europa hat etwa die dreifache Menge an Erdgas importiert wie Deutschland. Und die gesamte Europäische Union konkurriert jetzt um freie Gasmengen auf dem Weltmarkt. Dass das für den Preis nicht förderlich ist, kann man nachvollziehen. Ja, und auch hier noch eine Nachricht, die einfach die Dramatik zeigt. So eine Schiffscharter kostete vor der ganzen Krise 14.000 Dollar und jetzt kostet ein Tag 400.000 Dollar. Auch das sind wieder Kosten. Ja, wer zahlt die? Natürlich wir Verbraucher. So, und wer ein bisschen aufmerksam die Medien verfolgt, der konnte auch feststellen, dass es vor Spanien momentan einen Tankerstau gibt. Das hat also einen LNG-Tankerstau. Das hat damit zu tun, Spanien hat 6 Terminals für LNG, also um LNG vom Tanker an Land zu bringen, dieses LNG wieder zu vergasen und dann in die Pipelines einzuspeisen. Deutschland hat noch kein Terminal. Deutschland soll bis Ende des Jahres eines bekommen. Ob das dann so sein wird, wir werden sehen. Auch hier muss man wieder sagen, man hat erstmal ein Embargo verhängt und sich von seinem Lieferanten abgeschnitten, kam dann auf die Lösung, dass LNG die Lösung sein könnte, hat aber jetzt noch keine Tankstelle, wo man das im Grunde tanken kann. Also überall das Gleiche. So, und bei den Schiffen, die da jetzt vor Spanien stehen, da könnte man jetzt meinen, naja, okay, sind so viele Schiffe und nur so wenig Terminals, deswegen geht da nichts voran. Aber leider sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Die Leute, die dieses LNG verkaufen, die sind nicht dumm und die sagen, wir warten mal noch ein bisschen, bis es kalt wird. Dann steigen die Preise wieder an und dann können wir unser LNG deutlich gewinnbringender verkaufen als jetzt. Wir haben einen freien Markt. Jeder, der ein Gut hat, was alle anderen haben möchten, kann damit so verfahren. Und unsere Politik kann nichts tun. Ja, was sind die Folgen? Wenn Deutschland nicht gegensteuert, flieht die Industrie ins Ausland. Hohe Gaspreise gefährden die Unternehmen. Und ich möchte hier nur auf den letzten Absatz eingehen. 97% der Firmen sind durch die Kostensteigerung bei Energie und energieintensiven Vorleistungen betroffen. Jeder 6. Betrieb sogar in einer existenzgefährdenden Art und Weise. Die hohen Preise sind ursächlich. Die Einkaufskosten haben sich 22 im Vergleich zu 21 um 65% erhöht. Das sind die Produkte. Und bei Gas und Strom um 115%. Und wohlgemerkt, das ist erst der Anfang. Denn wie ich eben aufgezeigt habe, wenn unsere Gasspeicher dann im Februar leer sind, dann geht die Krise erst richtig los, weil dann kommt auch kein russisches Gas mehr, um diese Gasspeicher wieder aufzufüllen. Das heißt, die Lücke im Kuchen wird noch größer und die Probleme damit auch. Und wie das ist, wenn ein Gut Mangel wird und wenn es umso weniger davon da ist, umso teurer wird es. Das wollte ich sagen. Ja, und auch andere Leute, also hier ist das so ein Professor, der hat auch gewarnt, dass es noch viel schlimmer kommt, nämlich 23, 24. Und das ist eigentlich das, was mir hier die Message ist, die ich rüberbringen möchte. Wir stehen am Anfang einer riesig großen Krise für uns privat. Uns kostet es auch viel, aber es wird bedeuten, dass der Klein- und Mittelstand das wahrscheinlich nicht überleben wird. Und wie die BASF eben zitiert, die werden ins Ausland gehen. Die investieren jetzt alle hier in Deutschland schon nichts mehr. Und die haben jetzt im Grunde die Rechtfertigung bekommen, erhobenen Hauptes aus Deutschland rauszugehen. Weil die brauchen halt Energie und wenn Deutschland die nicht bereitstellen kann, dann müssen sie ja woanders hingehen und deswegen investieren sie vorwiegend in China.
Ja, und was mir wirklich Sorgen bereitet, alle reden über Energiesparen, Abschaltung von Kraftwerken, Ausbau der Erneuerbaren, aber niemand redet über eine Veränderung, eine Korrektur des Kurses der Energiepolitik. Da muss man mal drauf achten, das ist, als gäbe es, als wäre alles in bester Ordnung. Dabei ist ja im Grunde nichts mehr in bester Ordnung. Und das macht mir wirklich extreme Angst. Ja, kommen wir zurück zur Frage und dann auch fast schon zum Ende. Droht uns der Blackout? Ich habe hier nochmal einen namhaften Professor, also auch einer, der wirklich aus der Branche kommt. Sie wollen natürlich jetzt von mir wissen, kommt er nun oder kommt er nicht, der Blackout? Und ich muss Sie leider gleich zu Anfang enttäuschen, ich weiß es nicht. Und das ist auch die einzige seriöse Antwort, die man geben kann. Die nächste Frage wäre dann, kann er passieren? Und die klare Antwort ist ja selbstverständlich. Der hat die Frage gestellt bekommen, droht uns der Blackout? Besteht die Gefahr, dass es einen Blackout gibt? Und da hat er gesagt, ja, die Gefahr besteht. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Es kann keiner, der wirklich was davon versteht, den Blackout momentan ausschließen. Und das bedeutet, hier ist ein Risiko vorhanden, was für uns lebensgefährlich ist. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir uns vorbereiten. Und die Dramatik an der Nummer ist aus meiner Sicht folgende. Wenn jeder von uns eine minimale Vorbereitung treffen würde, dass er für eine Woche Wasser zu Hause hat, dass er für eine Woche Lebensmittel hat, vielleicht für zwei, dann würden wir zwar eine wirtschaftliche Katastrophe erleben, käme es zu einem Blackout, aber die menschliche Katastrophe bliebe uns erspart, es blieben uns die Plünderungen erspart, es bliebe uns viel Gewalt, die durch Not entsteht, auch erspart. Aber weil die Politik sagt, wir haben keine Blackout-Gefahr, weil die Kommunen zwar jetzt alle sich mit Notfallplänen brüsten, aber diese Notfallpläne maximal ein lokales Stromausfallereignis abbilden. Deswegen sind sie alle nicht vorbereitet. Und das ist auch gleichzeitig meine Warnung an euch. Wenn ihr hört, dass eure Kommune sich vorbereitet, dann fragt konkret nach. Bereitet ihr euch auf einen Stromausfall oder einen Blackout vor? Dann kriegt ihr als Antwort auf einen Blackout. Dann, wie ist bei euch der Blackout definiert? Ja, ein großflächiger Stromausfall. Ganz Deutschland? Nein, aber vielleicht so ein Bundesland. Und das Problem ist folgendes. Wenn es nur ein Bundesland betrifft, dann ist es ein Stromausfall und kein Blackout, weil dann sind die Datendienste noch in Betrieb und dann gibt es nicht die Superkatastrophe. Und vor allen Dingen, dann sind Hilfskräfte verfügbar. Der große Unterschied ist, wenn es das ganze Land betrifft, betrifft es auch alle Hilfskräfte. Und dann sind die selbst Betroffene und haben eigene Familien, um die sie sich kümmern wollen und müssen, was auch in Ordnung ist. Wenn es aber einen Stromausfall gibt, dann können Hilfskräfte super helfen. Dann gibt es auch weiter Treibstoff, dann gibt es weiter Kommunikation. Dann ist das alles viel einfacher zu bewerkstelligen. Und deswegen sind die Vorsorgekonzepte der meisten Kommunen, ich habe noch keine getroffen, die mit einem landesweiten Ereignis plant. Deswegen sind die alle mangelhaft, diese Konzepte. Und deswegen muss man da so vorsichtig sein, wenn die sagen, sie sind vorbereitet. Ganz interessant ist, es gab mal einen Chef beim BBK, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der Herr Unger. Und der hat damals vor dem Blackout gewarnt. Der hat auch öffentlich vor dem Blackout gewarnt. Das war in der Welt damals. Und dann gab es irgendwann mal so eine mysteriöse Feuerwehrübung, die ist völlig in die Hose gegangen. Und danach war der Mann Geschichte beim BBK. Und seither wird beim BBK nur noch von Stromausfällen gesprochen und nicht mehr vom Blackout als landesweitem Ereignis. Ja, was solltet ihr noch heute tun? Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt das schon alle gemacht. Ihr solltet in jedem Fall euch mit dem Thema Stromrationierung, rollierende Stromabschaltungen und Braunrot auseinandersetzen. Die werden wir bekommen. Es kann nicht anders sein. Einzige Möglichkeit, die Schwerindustrie und BASF, die wandern so schnell aus Deutschland ab, dass wir wieder Strom im Überfluss haben. Aber dann haben wir eh alle viel Zeit, weil dann sind wir alle arbeitslos. Ja, und ganz wichtig, sprecht mit euren Familienangehörigen, vor allem mit denen, die entweder noch klein sind, dass sie wissen, was auf uns zukommen kann. Zum Beispiel, wenn die Kinder, also ich habe selber eine 12-jährige Tochter oder jetzt ist sie 13,
mit der habe ich vor einem Jahr schon gesprochen, habe gesagt, wenn du in der Schule bist, es gibt den nächsten Stromausfall, bis mittags bleibst du in der Schule und dann kommst du selbstständig nach Hause. Weil es gibt halt keine Kommunikation mehr, wenn es zum Blackout kommt. Und dann muss klar sein, wer sich wie zu verhalten hat, damit man dann nicht noch in die Panik gerät. Ja, wo sind meine Lieben? Wo ist meine Familie? Wie finde ich die jetzt? Und bereiten Sie sich, bereitet euch mit der Familie vor, sorgt dafür, dass ihr das Nötigste da habt. Das Nötigste ist in allererster Linie Trinkwasser, Nahrungsmittel, Hygieneartikel. Das Thema mit der Toilettennutzung muss geklärt sein. Und je nachdem, wenn ihr Medikamente braucht, chronisch Kranke zum Beispiel oder ansonsten medizinische Dauerversorgung, muss das jetzt geklärt werden, dass man die dann sicherstellen kann. Ja, damit bin ich am Ende. Ich habe da nochmal alle meine Kontaktdaten und hier habe ich noch einen Link. Das ist meine minimale Einkaufsliste zur Blackout-Vorsorge. Warum minimale? Ich habe die Feststellung gemacht, man kriegt im Internet Listen, die haben Buchform mittlerweile. Das schreckt aber viele Leute, gerade die, die noch nichts gemacht haben, extremst ab. Und dann passiert nämlich Folgendes, dass sie gar nichts tun und deswegen habe ich es andersrum gemacht. Ich habe so eine Liste gemacht, wo man mit einem Aufwasch alles einkaufen kann. Ich habe hier auch die Zettel liegen von dieser Folie, die könnt ihr euch alle mit nach Hause nehmen. Das heißt, ihr braucht jetzt nichts auswendig lernen. Und dann habe ich noch eine Bitte. Der unterste Link auf der Folie ist mein meine Google-Eintrag für die Firma. Wenn euch das hier gefallen hat, dann gebt mir da bitte eine Bewertung, weil viele Leute nehmen das alles noch nicht ernst und Rezensionen sind heute ein Maß für Glaubwürdigkeit und umso mehr ich davon habe, umso mehr Leute kann ich überzeugen. So, jetzt könnt ihr mir Fragen stellen. Dankeschön.